Dura Primis Shine. So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Test. Diesmal spiele ich Sackreed. Ja, das ist schon ein bisschen älter, schon, ich glaube 2006 oder so ist das schon rausgekommen. Ich habe es damals für, keine Ahnung, 5 Euro oder so damals gekauft. Und ja, ich muss sagen, ich habe das Spiel relativ gesuchtet, kann man eigentlich schon sagen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, also für 5 Euro schon gleich 5 mal nicht. Und ja, also Sackreed, klar. Sackreed 2 ist auch schon rausgekommen, 2009 ist es rausgekommen für die Xbox 360 halt, und ja, es macht eigentlich relativ viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es am Anfang nicht so aussieht, aber sobald man kommt, wie man es bei den meisten Games erkennt, macht es dann so umso mehr Spaß. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mal eine neue Kampagne. So, und haben wir auch schon verschiedene Charaktere zur Auswahl, was haben wir denn da? Der Gladiator ist ein Experte für den Nahkampf und geschult im Umgang mit Waffen aller Art. Am wohlsten fühlt er sich im Zweikampf. Mann gegen Mann, wo er mit harten Treffern und tödlichen Attacken seine Gegner fällt und spottend in den Staub schickt. Okay, und Gladiator, wir haben... Die Seraphim ist eine Nachfahren der mystischen Kampfengel aus der Ära der Götterkriege. Die Götter gewährten den Seraphim himmlische Magie, um ihre Gegner zu schwächen, bevor sie diese mit wirbelnden Klingen niederstrecken. Okay, dann haben wir hier die Elfin. Die Elfin ist eine Waldläuferin und Jägerin. Eins mit der sie umgebenden Natur ist ihre Magie beschützenden Ursprungs. Sie setzt Pfeil und Bogen mit harten Ziel- und Mehrfachschüssen ein und geht nur in höchster Bedrängnis in den bewaffneten Nahkampf. Okay. Der Dunkelelf entstammt einer machthungrigen Abspaltung der Elfen. Die rituellen Kampftechniken des Blutkultes lassen aus dem Dunkelelf einen tödlichen Schattenkämpfer werden. Der mit giftigen Klingenwaffen sowie präzisen Faust- und Fußtechniken seine Gegner richtet. Ja. Der Kampfmagier hat neben der Zauberei auch die Waffenkunst für sich entdeckt. Geschickt wird er Schwerter und Stäbe, wenn er in den Nahkampf gezwungen wird. Doch seine mächtigste Waffe ist die Zauberei der Elemente, die das Weltengefüge zu erschüttern vermag. Okay, und zum Schluss noch? Die beseelte Vampirin ist eine Verschmelzung aus ritterlicher Nahkämpferin, die bei Tage geschickt mit dem Schwert ihre Gegner in die Schranken weist, während sie bei Nacht als verruchtes, diabolisches Raubtier ihre Opfer reißt und sich mit blutigen Küssen ein schauriges Gefolge schafft. Und zusammengefasst, wir haben den Gladiator, die Seraphim, die Elfin, der Dunkelelf, der Kampfmagier und die Vampirin. Bum, 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 wen nehmen wir dann da? Ich habe immer den Dunkelelf genommen, ich würde eigentlich mal sehr gerne mal die Seraphim einfach nehmen. Die Seraphim. Dass ich einfach mal nehmen, bla 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 und Spiel starten. Und
der Traum. Shadda, der Nekromant, beschwört einen Dämonen und scheitert. Die Bestie aus den Untiefen der Hölle ist frei. Ihr zuckt schweißgebadet aus dem meditativen Gebet auf. War es ein Traum oder eine Vision? Es fühlte sich so real an. Ob die herannahenden Novizen des Schönblicker Klosters eure Schritte zu lenken vermag, auf dass dieser Albtraum nicht über die Welt Arcania hereinbricht. Alles klar. Willkommen in Arcania. Als Einführung schon der Abenteuer über den solchen Einblenden kurz wichtigen Spieler mit dir erklären. Grundsätzlich können wir dabei. Okay. So, also wir sind hier. Wir sind hier in einem Kloster. Ja, jeder hat sein eigenes Gebiet. Sprich, wenn ich jetzt einen Dunkelelf genommen hätte, wäre ich da in einem Gebiet von den Dunkelelfen gespawnt und bla 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 hin und her. So bei jedem. Und das ist ein Seraphim, ein Art, kann man sagen, Engel kann man nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall göttliches. Und ja, gibt es nicht groß zu sagen. Also wie gesagt, ja klar, Grafik ist nicht so mega. Wie gesagt, seit 2006 ist es, glaube ich, rausgekommen. Ja. Da oben haben wir die Lebensanzeige sowie die EP-Anzeige, mit uns leveln können. Ganz normal einfach, wie bei sonst jedem Fantasy-Spiel. Und ja. Ich würde sagen, wir reden mal mit der. Altaro, Schwertschwester. Ich brauche eure Hilfe. Ihr müsst die Räuber bekämpfen, die am Ufer des Flusses gelandet sind. Verhindert, dass die Schurken die Kammern der Novizinnen entweihen oder uns verschleppen. Bitte, Seraphima, beschwört eure himmlischen Kräfte und kämpft gegen diese ruchlosen Räuber, während ich hier auf eure siegreiche Rückkehr warte. Alles klar. Schwester, die Macht der Götter wird diese Schurken richten. Okay, Akt 1, Pfade des Schicksals. So, jetzt müssen wir erstmal unsere... Ach komm, scheiß auf die. Erstmal die unsere Standardausrüstung nehmen, unsere Flügel und Irritationen. Irritationen, also die Dinger, die man hier findet, wenn es auf den Pfad geht. Das sind so eine Art Zauberkräfte, Kampfkünste genauso zu nennen. Mit Linksklick, mit Rechtsklick reinsetzen. Da hat man es hier drin und kann man dann einsetzen. So dass halt so eine Art Kombos sind oder Zauberkräfte oder was weiß ich immer, verschiedene Sachen. Ja, hier ganz normal die Rüstung hin und her. Helm, Schulter, bla bla bla, Ringe, Medaillen, Amulette. Hier sieht man auch, kann man die Fertigkeiten kann man aufstufen später. Die Lebensenergie wird angezeigt, Erfahrung für Ausstieg, die Angriffe und Verteidigung, bla 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 und hin und her, wie man es einfach als schon kennt. Hier kann man Kombos, die kann man später bei so einem Kombo-Meister verschiedene Kampfkünste aneinander rein, sodass man halt die verschiedenen Zauberkräfte hintereinander macht. Ja, so, können wir natürlich nach Nara ranzoomen oder so. Ich habe immer so mitten ins Spiel gespielt. Und noch eins zurück. Nein. Okay, geht nicht anders. Okay. So, man kann auch verschiedene Sachen immer aufmachen, wenn es jetzt zum Beispiel ein bisschen rumläuft. Hier ist zum Beispiel ein Buch. Was nicht immer ein Buch rauskommt, aber oft kommt ein Buch raus. Kisten mit Gold, größtenteils, aber auch Waffen. Und hier nochmal eine. Gold ist natürlich wichtig, um Sachen zu kaufen. Am Anfang wird man nicht so viel Geld kriegen, aber schon ist nichts rausgekommen. Nee. Okay. So, dann haben wir hier die Map. So, wir sind hier in Schönblick. Und natürlich gibt es hier verschiedene. Na, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Ja, so. Also die ist schon recht groß, muss man sagen. Ja, da gibt es immer verschiedene Portale in verschiedenen Bereichen, wo man hin und her machen können. Allerdings muss man die erstmal finden, die sind dann so aus. Die hier. Ja, das ist in der ersten Stadt, Schönblick. Da unten geht es noch zur Wüste, da kommen wir aber später, das wird mir zum letzten Test nicht schaffen. Vielleicht werde ich mal ein Let's Play draus machen, ich bin nicht sicher. Hier sieht man schon das Mordor von Arcania sozusagen. Sprich, sind die dunklen Sachen draus, da ist auch später der Endgegner. Glaube ich habe es noch nicht durchgespielt, bin recht nah dran, aber noch nicht. Ich habe es früher mal gespielt, also früher, ja, anderthalb Jahren oder so, habe es regelrecht gesuchtet. Da oben sind die Heiligdinger da kommen wir aber später und das wird mir den Let's Test auch gar nicht schaffen. Mal sehen, vielleicht werde ich mal ein Let's Play draus machen, aber ja,
Je nachdem, wie ich halt Lust habe. Ja, wie gesagt, wir müssen nochmal zur Map. Wir müssen immer hier sind die Hauptquesten und dann kann man später noch bei den verschiedenen Bürgern so Nebenquesten machen, wo man dadurch auch Erfahrungspunkte kriegt, bla bla bla. Und diese Bücher oder die Grünbücher sind schon geschafft und das sind die nächsten Hauptziele, die man machen muss. So, die Brunnen sind eigentlich relativ wichtig, weil da immer Heiltränke rauskommen. Und ja, ist ja wichtig. So, dann haben wir schon den ersten Gegner. Ja, das ist natürlich jetzt noch nicht so schwer. Wobei, ich hau mich gerade schon ganz schön platt. Okay, und schon bin ich tot. Oh Gott, war das Noobig. Hätte halt einen Heiltrank erstmal nehmen sollen. Wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Die mal nochmal hin. Blablabla. Ich kann auch hier ein Kombo machen. Zack. Und 4 Gegner übrig. Also ist sozusagen schon meine Quest hier. Mal einen Heiltrank trinken. Blablabla. Manchmal lassen sie was droppen, manchmal auch nicht. Hier ist nochmal Gold drin, sind wir auch noch mit, die können wir nicht öffnen. Hier ist ein verstecktes, ein magisches Versteck, wo meistens eigentlich auch Heiltränke drin sind. Oder auch Waffen. Und genau eine Sehne, sprich Bogen, glaube ich. Na. Ja, aber halt, ja, so nicht so mega Bogen jetzt, klar. Ich will die Eingeweide. Oh Gott, und da ist schon ein Magier, soviel ich weiß. Wir sind immer zum Rotzen, die Magier. Ich hasse Magier. Miststück! Also gegnerische Magier. Die, die wir unten so einen Kreis dran, aus dem eckigen Kreis dran haben, das sind immer so ein bisschen stärkere. Da sind so die Enddinger davon. Enddinger kann man nicht sagen, die Bosse einfach. Also heil den jetzt, ich muss den irgendwie erstmal kaputt machen. Ich will das Eingeweide. Stolz! Geh platt. So. Ja, meistens droppen. Nehmen wir mal mit. Gammelhandschuhe. Die man rot einsammelt, die kann man nicht benutzen. Weil entweder haben wir noch nicht die richtige Stufe, was bei den Waffen oft ist, oder einfach, die gehören einfach jemand anders. Zum Beispiel sind die nur für einen Gladiator und die nur für einen Kampfmagier. So, und ich habe schon wieder keine Heiltränke mehr. Das ist natürlich, na man, das ist natürlich sehr geschickt. Aber wir können schon mal leveln. Haben schon Level up. Wir können einmal Magiekunde und Waffenkunde. Schaden physisch, bla bla bla. Ich würde sagen, mit dem Waffenkunde. Ebenso ein Attribut, in dem man Stärke, Widerstand, Geschick, bla bla bla, hin und her. Nehme ich Stärke, Widerstand. Ich nehme einfach mal Widerstand. Haben wir gesehen, ich halte nicht so viel aus. Ja. Jetzt können wir wieder zurücklaufen, glaube ich, wenn sie da ist. Dumm, gehen wir ein bisschen näher hin. Allerdings sieht man halt da nicht mehr so viel von der Welt. Weil es eigentlich jetzt nicht großartig viel ausmacht. So. Taro S. Victor, siegreiche Seraphima. Ihr habt den Strolchen eine blutige Lektion erteilt. In der Zwischenzeit hat Kommandant Romata um euer Erscheinen gebeten. Bitte begebt euch zu ihm in die Schönblicker Garnison. Diese Botschaft brachte uns der junge Fenrich Weston, Bruder unserer Novizin Imue. Ach, ich hoffe, es geht ihr gut. Ihr solltet euch besser eilen, Schwester des Schwertes. Keine Gebete mehr für diese Hunde. So, okay. Dann los, wo müssen wir denn hin? Kurz hingucken, müssen hier drauf, die kann man auch zoomen, bloß kann man nur die entdeckten Orte, da unten ist gleich ein Händler, da würde ich jetzt erstmal kurz hingehen, wegen Heiltrank. Heiltränke sind immer wichtig, immer Heiltränke im Überfluss haben, weil man kann sehr leicht sterben. Okay. Jetzt müssen da runter, aber ich gehe erst noch, wie gesagt, zum Händler. Da ist noch eine Kiste, immer Gold holen. Schon. Da ist noch ein Fass. Und da unten haben wir auch schon die Nebenquest. Und bei den Fragezeichen, Ausrufezeichen sieht. Was redest du mit mir?
Helft mir, Herr Schwester, ich befreie die Novize Nimus aus der Räuberhöhle am Fluss. Bla bla bla, okay. Ich eile. Von mir aus. Aber erst gehen wir zum Händler. Na. So, Hallöchen. Also auf jeden Fall Sachen zum Verkaufen hier. Das kriegst du von mir aus. Ja, brauche ich nicht. Ebenso wie das, wobei die eh nicht viel bringen. Ungenaue Klingenwaffe, ja, bla bla bla. Also ich finde persönlich, finde ich den Dunkelelf am besten. Der hat doch echt geile Waffen, muss ich echt sagen. Sieht auch am geilsten aus, weil es außen jetzt nicht so entscheidend ist. Aber wir können uns einen Heiltrank kaufen mit unserem Gold. Wow. Ja, besser wie nichts. So, nur 120 Gold. Hier können wir den Typi noch ein bisschen Gold abziehen. Und mir schickt doch irgendwie gar kein niemand, dass ich da jetzt einfach rumwühle und Gold von dem zock. Scheißegal. Auch noch was drin, sehr schön. Und da ist auch noch eine Kiste. Aber die werde ich mir auch noch holen. Und auch noch mit. Jetzt haben wir, ups, 368 Gold. Finden wir noch ein bisschen Gold, dass wir wenigstens noch einen zweiten Heiltrank holen können. Wenn ich die Lebensquest mache, dann brauche ich ja irgendwie Leben. Weil sonst werde ich gleich wieder sterben. Wo ist denn eigentlich die Nebenquest? Mal kurz schauen. Oh je, die sind am Arsch der Welt. Dann werden wir bestimmt noch andere Räuber entgegenkommen. Oh, man kann übrigens schon einen zweiten Slot haben wir schon frei. Habe ich gerade gemerkt für die Kampfkünste. Mal das mal hier rein. So, ein zweites haben wir noch nicht, weite Waffe. Wir haben Bogen und eine Fackel. Und mal den Bogen einfach mal so zum zeigen. Muss ich kurz schauen, wohin bin ich richtig? Ich glaube nicht. Ist irgendwo darin. Oh Gott, habe ich den Bogen ausgewählt. Ich glaube. Stirb. Nicht jobben lassen, okay. Na, jetzt verpiss dich. Spitze der Knechte. Naja, das ist auch nicht so eine besondere Waffe. 46 bis 63. Okay, hat mehr wie mir, aber ist halt eben eine Zweihandwaffe und somit langsamer. Muss kurz mal schauen, müssen wir da gucken, wo man hin muss. Aber ich kann mit der Tab-Taste auch so gucken, fällt mir gerade so ein. Geld oder Leben! Zack, wow. Ja, recht spannend. So. Huch. Ich muss vielleicht da unten in die Höhle rein. Aber hier ist noch ein verstecktes. Bitte, dass da ein Heiltrank drin sein. Defektes Schwert. Ich brauche Heiltränke, meine nicht irgendwelche defekten Schwerter. 37, 42, ja, hier hat links mit meins. Schau ich mal hier rein. Ah, ich drücke immer die falschen Taschen, das ist unglaublich. Jetzt komm her, ihr Deppen. Ja, jetzt läuft es doch schon langsam. Start der Bettler und erfolglose Schuhe. Ja, wenigstens haben wir schon mal Schuhe bekommen. Immerhin. Diebespack. Stirb. Nehme ich auf die Nüsse. Zeig mal auch weg. Jetzt gerade mal schauen. Und hier den Stab 39 aus. Geht. Ah, hier ist die Höhle, ja. So, lass mich in Ruhe. Komm ich hin an den? So. Okay, wo bin ich denn hier? Jetzt gucke ich erstmal hier rum ein bisschen, bevor ich jetzt da irgendwas einsammle. Immer rumgucken ist immer ganz wichtig. Wie gesagt, Gold. Jop. Okay, da ist ein bisschen mehr schon ausgehalten. Komm zurück, ich tu dir doch nichts.
Umsilder Bauer. Na gut, das ist gelogen, aber... Ja. Was haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt hier noch ein Krummsäbel 34 bis 42. 34 bis 42 ist besser. Können wir nicht nehmen. Okay. Haben wir hier noch was? So. Ich will das Herz. So, das nochmal Gold, immer Gold sammeln, immer Gold sammeln. Oh je, das schwärmt aus und das ist der an die Macht Boss von Dingens. Der ist nicht gerade einfach hoch. Da gehen wir am Schluss hin. Jetzt gehe ich erstmal hier noch, wo ich da ein paar Türen erstmal kaputt mache. Stirb. Na, okay, die Fraps sind down. Ich kill den doch. Okay, meine Fraps spielen wieder verrückt, aber... So, da ist du. Okay. So. Jetzt kann das fertig geworden. Im Rendern. Jetzt sind die Kiste auf. Vielleicht durch jetzt die Fraps ja besser, wahrscheinlich, denke ich, hoffe ich. Da ist auch noch ein Fass. Immer alles mitnehmen. Später ist nicht mehr so wichtig, aber jetzt für den Anfang auf jeden Fall brauchen wir Geld. So, pisst euch. Stirbt doch. Billige Beilschienen, die wir nicht nehmen können. Die müssen wir befreien. Um die zu befreien, müssen wir erstmal den Magier kaputt machen. Weil der sie im Bann hält. Seraphima, ihr seid gekommen, um mich zu retten. Dieser Käfig ist magischer Natur. Ihr müsst den schwarzen Priester töten, um ihn aufzulösen. Werde ich machen. Wahrscheinlich werde ich natürlich voll versagen. Aber... Ja. Was soll's, wa? Auch nichts drin. Wieder raus. Junge mit dem Tibi rum. Super 2. Special Tag. Bisschen aufgestiegen. Das ist sehr gut. Werde ich nämlich mal Stärke-Attributen und ich kann eine neue Fertigkeit auswählen. Ja, Meditation, Konzentration, Himmelsmagie, Stangenwaffen, Schwertkunde. Angriffswert und Angriffsgeschwindigkeit im Kampf mit dem Schwert. Meditation, Konzentration, Stabwaffen, Himmelsmagie, dazu habe ich Dauernregationszeit. Ich würde sagen Schwertkunde, weil ich bin eh immer so ein Nahkampf-Man, Woman, wenn man es jetzt so bei sich sieht. Stirb. So, schlagen wir mich ja schneller zurück, das ist natürlich viel besser. Können wir die nehmen? Ja, die können wir auch nehmen. Eine Zweithandaxt, die wir nicht nehmen können. Das hasse ich echt, immer die Sachen, die wir nicht nehmen können. In dieser Gegend muss ich mein Ziel befinden. Ach was. Schwärmt aus und okay, gemacht hat die Macht Vorganas. Mit drei Leuten, dann ist so recht. Das Mädchen gehört. Und das wird wieder platt, wenn man das... Uah, stopp. Boah, jetzt verpisst euch, ganz ehrlich. Kommt her. Okay, das ist nicht weg. Jetzt kommst du dran. Ja. Ihr werdet wie eure Gehilfen fallen. So. Ich brauche die Augen unversehrt. Komm her. Du kriegst mich nicht. Weil mit dem Feuer drin steht, kann ich ihn auch nicht holen. Komm gleich weg von mir. Mit dem Feuer zumindest. Ach, Feuer, geh weg. Bleib mir in Ruhe jetzt. Stirb doch, Mann.
gar keinen Schaden bei denen. Machen halt rein. Schwer aus, ihr Hunde des Herrn. Ich hasse diese scheiß Folgen. Die sind auch so Nüsse. Ja, geht doch. So. Ja, okay, wie ich sag, sind alles natürlich alle relativ einfach noch. Klar, das erste Anfang. Und jetzt können wir die. Keine Ahnung, jetzt habe ich den Namen vergessen. Errettet. Novizin, sorgt genau. Euch nicht länger, Schwertschwester. Denn ohne das Gedankengefängnis kann ich nun von hier verschwinden. Ich werde Weston, der bei Kommandant Romata einen schönen Blick dient, von dieser Sekte berichten. Eine Sache noch. Ich hörte, wie der schwarze Priester etwas vom silbernen Blut der Seraphim murmelte. Ob sich andernorts eine eurer Blutschwestern in den Klauen der Sekte befindet? Wer weiß, wer weiß. So, wir haben was bekommen. Den Himmel, das Himmelsleuchten. Oh, es ist, das ist egal, das können wir erst später sehen. Können wir Kampfkünste, das ist das hier. Und Lichtsäule, die alle Gegner schwer schädigt. Hört sich doch gut an, wenn ich jetzt eher statt das hier nehme. Und wir haben noch ebenfalls noch andere Dinge bekommen. Den Krummsäbel 45 bis 45, ja, sieht doch ganz gut aus, wenn wir das mal statt dem hier. Schlitzer, die Erfolglosen brauchen wir auch nicht, bla bla bla. Okay. Dann auf zurück in die Stadt. Das war so eine Nebenquest, die man einfach mal zwischendurch machen kann, was eigentlich auch relativ hilft, um die EPs. Nachher hat man nämlich so viel EP, dass man einfach ganz locker durchspazieren können durch die Hauptquest. Finde ich relativ recht lustig. Okay, was heißt nicht spazieren, aber ist auf jeden Fall viel einfacher. Mal schauen, da ist noch ein Gegner. Zack, One Hit. Müssen wir so gucken, jetzt nochmal ein Gegner. Zack. Und hier ist so ein Nebenportal, das ist kein Hauptportal, aber wenn man da reingeht, kommt man. Das Hauptportal ist hier oben. Die muss man immer aktivieren, damit wir sie auch benutzen können. So, das Benutzen, hier sind die einzelnen Dinge, wo man später noch hinkommt. Wo man die anderen Portale aktivieren muss. Ja, wir sind in der Stadt. Ein Schönbuch, wie es heißt. So habe ich Nein, das ist ein Pferdehändler. Ich wollte so einen normalen Händler. So, hier ist noch ein Brunnen. Den müssen wir auch noch nehmen. Heiltrank. Das ist eigentlich der einzige, was sinnlos ist. Da gibt es einen schwachen Heiltrank und einen normalen Heiltrank. Aber die machen genau alles das Glitzegleiche. Bloß halt eine. Keine Ahnung, was da der Unterschied sein soll. Machen beide volles Leben. Egal mit welchem Level man ist und hin und her. Also. Keine Ahnung. So, Händler. Jetzt mal den ganzen nutzlosen Kram hier verkaufen. Den wir eh nicht brauchen. Zack, das brauchen wir auch nicht. Leider, das auch nicht. Doch. Nein. Kann ich das hier verkaufen? Jetzt haben wir 2722, so 39, 96, bla bla bla. Der macht gegen Untote Waffenschaden Feuer plus 39 Geschick. Ja, Untote, das wollen wir zum Letzten eh nicht hinkriegen. Schütze der Erfolglosen brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ebenso wenig Wasser. Und den hier, ja, den kann man ja mal behalten. Bei der 536 geben. So, auf jeden Fall werde ich erstmal hier ein paar Eitringe kaufen. Am Anfang ist es nicht mal so wichtig, Rüstung zu holen. Wichtig einfach, Heilung zu haben. Was haben wir hier für Rüstung? 5000, bla bla bla, 2000 in Helm, schlechter Helm. Gürtel. Ein Gürtel könnten wir von mir aus mal mitnehmen. Machen wir den auch mal. So, den Rest holen wir einfach Tränke. Okay, es reicht nicht. Ach komm, kaufen wir es auch noch. Scheiß drauf. Zack. Die Fackel, ich weiß nicht, benutzt, hab die noch nie benutzt eigentlich. Nehmen wir auch noch mit, dann können wir nämlich auch nochmal einen Trank kaufen. So. Das
Sieht zwar recht viel aus, das wir haben, aber so viel ist es gar nicht. Mal hier hin. Okay. Dann danke ich dir. So, und jetzt zur Hauptquest. Die müsste da hinten sich befinden. Daher muss es sein. Taro es Victor, schöne Seraphim. Die Krone ruft nach ihren Paladinen und ich habe folgende Order für euch. Begebt euch nach Porto Vallum im südlichen Grenzland und sprecht mit Sergeant Travel. Ich gebe euch ein Empfehlungsschreiben für Travel. Fortan sollt ihr unter dem Prinzen Valor dienen, der im Süden gegen die Orks von Khorat-Nur streitet. Nehmt für die weite Reise dieses Gold und kauft euch ein Pferd aus den Stallungen. Eine Sache noch. Nutzt den Weg dorthin, um eure Fähigkeiten zu schulen. Denn es gibt bestimmt so manche Aufgabe in Silberbach oder Porto Vallum zu erfüllen. Ja, so ist es. Die Pfade des Lichtes sind sonderbar. Für die Krone Ankarias also. So, was willst du noch? Michel, der Schmied in Schönblick. Er wartet mich bald zurück. Den werde ich machen, weil wir bekommen ja nämlich ein Schwert, das ja auch ganz nicht schlecht ist für das, was wir hinkriegen. Wie viel Gold habe ich jetzt bekommen? Ich habe ein bisschen Gold bekommen, damit werde ich mir jetzt das Pferd hier kaufen. Ja, ja. Zack. Jetzt gibt es das Pferd uns, können wir auch reiten. Ja, yeah, ist so cool. Auch vom Pferd und Pferd geht es anders. Andere rennen schneller, andere halten mehr aus, hin und her. Ist auch für verschiedene Pferde, das ist natürlich dann leichter. Bla bla. Boah, da ist gerade ein Heil dran gegeben. Ja. Wo ist denn der Schmied? Der ist da unten. Dem werden wir helfen. Ne, der ist nicht da unten. Dem werden wir trotzdem helfen. Einfach so aus Prinzip. Das sind ja nette Menschen. Bin ich überhaupt richtig? Ja. Und dann schon die Gegner. Zack. Noch Pferde haben nur ein gewisses Leben, allerdings geht es langsam zurück. So. Okay, wir haben das zur Hand genommen. Dann haben wir nochmal eine Quest. Helft mir, Amonshi. Tötet den tollwütigen Leitwolf. Wovon ich rede, ein hiesiger Wolfrudel. Also müssen wir einfach Wölfe töten. Ich werde die Aufgabe übernehmen. Ist das hier in der Nähe oder hinten? Dann gehe ich erstmal da in den Schmied. Wo ist denn das? Na. Hier. Und ihr wollt es wirklich wagen, die Suche nach meinem Michael am Steinkreis des tanzenden Toten zu beginnen? So danke ich euch, dass ihr so mutig seid, meinen Gatten zu suchen. Auch wenn nicht zuhört, ist doch so ein herzensguter Schlucht. Bla bla bla, er wollte sich treffen mit anderen. Okay, wo ist das Tor? Na, das ist wieder ganz da oben. Dann würde ich sagen, dann machen wir erstmal das kurz mit dem Wolf. Kann ich eh versagen, wie immer, aber egal. Bin ich hier richtig? Ja, könnte passen. Ich muss da runter und da kommt schon Wölfe. Alter, wie viel da soll alles sein. Ich gehe mal aus dem Pferd und dann kann man besser kämpfen. Wisst ihr, was ich meine, wenn ich sage, man braucht die ganzen Heiltränke. Ich laufe zu Fuß weiter. Tschö. Zack, 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 zack. So. Das Blut rausspritzt. Oh, die armen Wölfe. Na, oh, geh nicht auf die Nüsse. Und das hier. So, die beiden schon weg. Stirb. Na, jetzt rennt er noch weg, aber er kommt eh gleich wieder. Da ist er wieder. Keine Ahnung, warum die mir wegrennen. Noch keinen Bock mehr. So, hier müsste ich theoretisch richtig sein. Da ja, kommen ja gleich vier auf mich zu, natürlich. Aber wir haben dafür gelevelt, ein Level. So. Wie viele Level sind wir jetzt? Vier. Das
sind wir jetzt zwei Fertigkeiten, mal immer bei den Schwertkunde. Okay, jetzt können wir es nicht höher machen, weil es nur auf Rot ist. So viel können wir höchstens machen bei dem Level. Dann haben wir noch Magiekunde und Waffenkunde. Magisch, physisch, nächste Stufe. Dann nochmal Waffenkunde kommen. Und Stärke. Ja, Widerstand, meine ich. Stirb. Stirb. Ich hoffe, ich bin hier richtig, aber es sieht schon so aus. Zack, du auch noch weg. Okay. So. Kommen wir jetzt hin. Da sind wir Wölfe. Vier Stück. Mega Tag. Toll. Jetzt trifft doch mal. Okay. So bedanke ich mich eigentlich. Oh, und da ist, glaube ich, der Nightwolf, den wir töten müssen. Zack, 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 zack. Ach, jetzt komm, stirb. Jetzt noch ein Schlag. Bam. War das der Nightwolf? Ja, sieht so aus. Und da ist noch eine Kiste. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Gold. 32 Gold, aber besser wie nicht, sagt man mal so. Da kann man da rum. Ja. Okay. Das sind nochmal solche Viecher von Typen. Und irgendwas, was wir natürlich wieder nicht. Doch, wir können sie da mitnehmen. Das ist mein Pferd. Pferd, steig auf. Und let's go. So, Hallöchen. Ihr habt ihn erwischt, ich danke euch. Noch mehr Schafe hätte ich nicht verlieren dürfen, sonst wäre ich ruiniert. Hier, ja, das ist dem Dank. So, wir haben irgendwas bekommen, was mich mal aufnehmen können. Herrlicher Ring des Adlers. 3 bis 4, ja, naja. Für den Anfang okay. Aber wir haben hier noch was bekommen, und zwar Attacke. Was ist Attacke? Oh, wir haben Stufe 2 Attacke, ist immer gut. Und einen Helm haben wir auch, dass wir sogar aufpimpen können. So Gold, huch. Was ist denn da los? Das ist so ein seltener Helm, ein guter Helm. Und den können wir beim Schmied, wenn wir den jetzt befreit haben, den Schmied auch. Was mache ich denn? Ich wollte das hier machen. Beim Schmied auch dann verbessern. Kann man halt nur machen mit den, wo da dran steht 3 und so. Da hat nichts gejobbt. Eine Zahl dahinter steht, das heißt, dass wir den dann auch aufpimpen können, sozusagen. Ja, dann auf zum Schmied, würde ich sagen. Den Schmied befreien. Ich hoffe, ich bin hier richtig, aber ich glaube schon. Gucken auf Tab. Weißen müssen wir hin, aber ich steig wieder vom Pferd mal ab. Ein Pferd lässt sich nicht so mega gut kämpfen. Okay, ich glaube, wir sind hier doch etwas falsch. Oh, wir sind ja voll falsch. Bei dem Weißen, was dieses Weiße ist, heißt doch, dass da eine Quest ist. Naja, egal, gehen wir nochmal zurück. Oh, jetzt kommt er nicht mehr durch. Fertig. Und wieder zurück. Da hinten ist es genau. So, wir müssen eine Brücke finden. Einen Überweg. Toll, jetzt muss ich. Mal leck mich doch. Da hinten ist eine Brücke, okay. Ich will nicht mehr ganz zurücklaufen. So. Ups.
nicht hin. Hier hinten ist richtig. Da war die Brücke irgendwo und ich bin falsch. Muss ich über die Brücke noch gehen? Über 7 Brücken musst du gehen. Bin ich hier hoffentlich richtig. Ja, hier ist die Brücke. Steigen wir mal ab. Lass das Pferd einfach da stehen. Und helfen mal den Leuten hier. So. Komm und dann trink mit dem Zangenblätter. Ja, auf den Scheiß ich jetzt, wie der hier den Bogen macht. Goblins sind einfach so ziemlich die einfachsten. Wollt ihr sterben? Die gehen halt warum übel nicht? Auf die Nerven. Auch nochmal eine, zwei. Die machen nicht großartig Schaden, was halt von den richtig nervt sind die Magier. Die kann schon einen richtig auf die Eier gehen. Da ist der Schmied. Und dein Wolf ist auch noch dabei. Zack. Verpiss dich. Zack. Hey, bleib hier. Du versaust meine Quote. Ich hab ein Schild fallen lassen. Also, da kommt doch her, Mann. Ich renn mich immer weg. Gut, der beachtet uns nicht. Aber hier ist noch einer. Nehmen wir auch noch mit. Gruppe vernichtet. Sicher Schade, sicher Schild, gegen den Ring des Seins. Hab Dank für meine Rettung, doch die Goblins haben mir eine wertvolle Klinge gestohlen. Darum bitte ich dich um deine weitere Gefälligkeit. Bringe die gestohlene Klinge zu meiner Schmiede im Dorf, dein Schaden soll es nicht sein. Also gut, werden wir das eben auch noch machen. Gib mir das mal nicht so versteckt. Ja. Und ein vermodeter Bogen. Okay, wo ist da? Oh Gott, ist es am Arsch der Welt. Das ist da hinten, wo wir vorhin waren. Wo bin ich? Ich bin hier irgendwo. Oh je, oh je. Hey, wo bin ich? Hier. Oh, ich bin gleich wieder an meinem Spawnpunkt. So, genau hier und den haben wir schon. Dann hole ich ihm mein Pferdchen, kann hier rufen. Müsste es irgendwo kommen. Oder auch nicht. Pferd? Ah, da ist doch. So, dann holen wir ihm seine Klinge zurück. Müssen wir hin, da müssen wir hin. Diesmal aber wahrscheinlich nicht die Höhle rein. Wo bin ich? Jetzt gucken, wir sind gleich da. Fertig. Lassen wir stehen. Da ist nochmal ein magisches Versteck. Kriegerische Rüstung des Anführers. Da oben muss ich hin und da oben ist auch so ein Magier von denen. Ja, Gott, das haben wir schon gesehen, obwohl ich nicht mal mit ihm kämpfen kann. Natürlich sehr schön. Ja, kommt her. Also, wie schnell kann die... Okay, das macht trotzdem keinen Schaden. Da wäre ich ja, dass das den Schaden macht. So piss dich. Ja, auch noch platt. Jetzt du. Es kommt noch mehr. So, jetzt soll ich die Kombi für den aufheben? Ja, jetzt verpiss dich. Danke.
sag ich immer danke. Stirb. So. Jetzt können wir hier die Sache nehmen. Ein unfertiger Prototyp eines Schwertes mit feinen Runen. Die können wir auch ansehen. Nicht hier. Hier. Können wir uns auch die Questgegenstände ansehen. Irgendwo. Hier. So sieht es aus. Ja, kriegen wir leider nicht. Schön wär's. Pferd. Und so ging's drauf. Ja, da kann man nicht durch. Ja, und es geht schon wieder hin. Zumindest. Das ist ein Versteck, aber egal. Gehen wir hier rum, gut, dass wir hier rum können. Oder, ja, so. Wo ist denn der Schmied? Achso, ich bin ja, stimmt, ich bin ja gar nicht da. Ich bin ja ganz da unten. Okay. Fällt ein auf den Weg und über die Brücke wieder. Naja, Gott, dann nerv ich nicht. Ja, mach den mal kaputt hier. Dum, 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 dum. Da war falsch. Muss ich hin? Ich bin schon lange vorbeigelaufen. Yeah. Da ist auch noch ein Brunnen, den ich schon habe. Ja, Pferd kann absteigen. Da ist der Schmied. Ah, danke. Mein Kleid wahrscheinlich bla bla bla. Und wir bekommen ein Schwert. Hieb. So. Das hat 54 bis 81. Später kann man auch Doppelklingen nutzen, das können wir aber später machen, wenn wir eine neue Fertigkeit bekommen. Ja, hier haben wir auch nochmal was. Wirbelschlag. Rotation auf der Stelle einer Gegner zugesteuerten Schaden verursacht. Okay. Ja, und hier beim Schmied können wir eben, wie gesagt, zum Beispiel jetzt hier der Helm aufpimpen. Allerdings kostet das Sack viel Geld. 3500. Wir haben 2500. Gott, oh Gott. Können wir das vielleicht ein bisschen billiger machen? Kostet trotzdem 3500. Na. Weg da. Geh weg. Das einfachste Ding kostet hier schon 3.000. Das ist einfachste. Ja, trotzdem 3.000. Okay, je nachdem ist manchmal billiger und manchmal teurer. So, jetzt habe ich so ein cooles leuchtendes Schwert hier in der Hand. Jo. Wie viel haben wir es denn jetzt? Ui. Ja, ich würde dann sagen, das war's auch schon wieder in dem letzten Test. Ist natürlich jetzt nicht lang gegangen, klar. Geht natürlich noch viel, viel weiter und es wird auch immer spannender. Dann kommen wir in andere Bereiche, wird da noch, dann muss man gegen Dunkelelfen kämpfen, gegen was weiß ich für Viecher. Und ja, also es macht sehr, sehr viel Spaß, muss ich ehrlich sagen. Und ja, was gibt es denn sonst noch zu sehen, erzählen? Gehen wir kurz noch zum Händler. Kurz mal ein paar Sachen zu checken. Ja, und sonst kann man eigentlich nichts mehr groß viel dazu sagen. Es macht mir Spaß. Ich sage, ich habe 5 Euro dafür gezahlt. Vielleicht gibt es sogar heutzutage umsonst. Ich weiß es nicht. Es war schon gut. 4 Jahre her oder so, wie ich das gekauft habe. 3-4 Jahre wird es auf jeden Fall schon sein. Und ja, sonst gibt es ja auch nichts mehr groß zu sagen. Wie gesagt, ich würde mir überlegen, ob ich ein Let's Play dazu mache. Aber ich habe jetzt schon ein anderes, was ich nach Bioshock machen werde.
Und ja, was ich nach Edna machen werde, weiß ich auch schon. Höchstens nach Alice. Das werden wir aber dann noch sehen. Und ja, sonst würde ich einfach sagen, sehr zu empfehlen das Spiel. Auch wenn es jetzt nicht klar grafisch nicht so mega gut aussieht, aber es macht sehr viel Spaß. Ganz, ganz viel Spaß. Und ja, ich würde sagen, das war's. Und wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.